Hello, Ladies and Gentlemen, willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für einen Greedia Run. Blue Baby hatten wir erst, Samson auch. Wie wär's mit Lazarus? The Lost? Nein, nicht jetzt. Keeper, Apollyon, ha, forgotten. Bethany hat's auch noch nicht geschafft. Ja, warum nicht? Adoption Papers oder was ist das hier? Divorce Papers. Okay. Was hat denn das für einen Effekt? Middle Ring Wisp. Okay. Ist ja auch cool. Depending on the floor. Verschiedene Wisps. Okay. Hier so ein Range Up. Okay. Glass Cannon. Middle Ring Wisp, Low HP Wisp that persists between rooms. All Glass Cannon Wisps are destroyed when one is destroyed. Hm, das ist natürlich nicht toll, ne? Ich glaube, wenn ich getroffen werde, bin ich Insta-Death. Aber probieren wir es. Noch ist es früh genug. Und man kann ja jederzeit restarten. Trotzdem sollte ich was anderes. Soll ich was anderes finden, würde ich es nehmen. Klatsch. Und alle weg. Ah, oh, die machen aber echt guten Damage. Ja. I figured. Okay, wie viel hältst du bitte aus? Er ist einfach immer noch nicht tot. Gut. Ach, Booster Pack ist nicht toll. Auch nicht so toll. Hierophant ist, naja. Strength können wir mitnehmen. Keine Ahnung, wie viel der Typ da gerade ausgehalten hat. Go. Na toll. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Was soll schon passieren? Eine Strength Card auf jeden Fall am Anfang zu bekommen für diese erste Ebene ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ach, ich treffe wirklich dieses Ding dann nicht, ne? Deswegen hasse ich das Burning Basement so sehr. Dankeschön. Ich will die doch nicht alle ausgeben, meine Aufladungen, für den Fall, dass da ein cooles Spacebar-Item ist. Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, was, also wie sich Void verhält. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich mitnehmen. Aber keine Ahnung, was es tut. Super. Perfekt. Strength-Karten. Ich hätte wirklich gedacht, wir würden weitaus mehr Damage machen. Schon wieder so ein Fall, wo ich denke, das fühlt sich nicht nach 6 Damage an. Auch wenn es da eindeutig steht. Meine Güte, ey. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber wisst ihr was? Das ist mir auch egal. Wenn ich so früh sterben sollte, halb so wild. Auch wenn das da oben natürlich ein Tier 4 Item ist. Ihr wisst, ich bin kein Freund von The Void. Ich mag das Item eigentlich gar nicht groß. Von daher ist der Verlust auch nicht groß. Schauen wir, was es bringt. Sollte dann natürlich ein besseres Item, wenn ich es mir überhaupt leisten kann, im Item Room sein, werde ich das mitnehmen.
Bethany sieht gar nicht so aus, als wenn sie so viel nötig hätte. Aber ich meine, selbst mit einer Strength Card dauert das hier beachtlich lange. 21 Münzen, gut. Wir können. Das ist natürlich auch echt gut, ne? Speed und Damage Up ist echt gut. Ich kann mir aber nicht beides leisten. Vielleicht lasse ich Void zurück. Wir schauen mal. Ich meine, ich kann es jetzt eh nicht voiden, was hier ist. Möchte ich auch gar nicht. Tears Up ist okay. So. Nehme ich das jetzt mit oder nicht? Ich glaube nicht. Okay. Nö. Void ist meiner Meinung nach jedenfalls für den Greed Run nicht sonderlich toll. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass ich die eher falsch spiele. Cool, cool. Da werde ich sicherlich noch weit kommen. Da hätten wir auf jeden Fall Revelation. Das Item, was ich euch die ganze Zeit zeigen wollte. Denn das wird auch als Holy Brimstone bezeichnet. Vielleicht wisst ihr warum. Vielleicht könnt ihr es euch denken. Hä, stand. Ach so, ich kann ja keine Soul Hearts bekommen. Stimmt. Stimmt, ja. Ah ja. Bomben habe ich auch nicht. Eine Batterie hätte ich. Ja, das ist gut. Tatsächlich wäre mir aber jetzt irgendwas anderes lieber gewesen. Hoffen wir einfach mal, dass wir das überleben. Holy Brimstone ist an sich ein echt gutes Item. Ich glaube, es ist nicht ganz so stark wie Brimstone. Von der Aufladungsdauer etc. Aber stark genug. Ach, es ist so befriedigend. Schön mit den Tränen killen. Und den Brimstone Laser aufbewahren. Na, wo? Hä? Heieiei. Gut, gut. Ich bin so dankbar, dass ihr mir gesagt habt, dass das Rausgehen nicht meine Drops beeinflusst. Das ist super wichtig für mich gewesen. Das wusste ich echt nicht. Mit Revelations können wir übrigens auch fliegen. Ghost Pepper. Na, auf jeden Fall. Und dann holen wir uns noch einmal Health. Gut. Ich weiß, dass ich gerade meine Aufladungen theoretisch verschenke. Aber... wer weiß, vielleicht finden wir irgendwas im Angel-Deal. Und dann bin ich froh, wenn ich es noch habe. Erstmal jetzt, dass wir das Item bekommen, ne? Hat sich Zeit gelassen. Jetzt habe ich es doch verwendet. Aber, egal. Ist ja nicht so, wie das, Void. Genesis. Nein. Ich hätte vielleicht mal schauen sollen, was der Effekt auf der mit dem Book of Wisps hier. Book of Revelation. Ach. Book of Virtues. So. Gulp. Das ist Nummer 2. Das ist doch auch mal keine Gulp-Pille, oder? Ne, ist undefined. Können wir rerollen? Das ist unlucky. Für eins gehe ich auch hier mal gucken. Auch wenn da eigentlich nicht wirklich viel herumkommen kann. Denn was soll da rumkommen? Soul Hearts? Kann ich nicht nehmen.
Curse of Darkness. Das nehmen wir dankend an. Luck up. Okay. Nicht unbedingt verkehrt. Auch wenn es sonst nicht gut ist, ne? Range ist egal, Luck und das Solar ist auch egal, aber naja, mal abwarten. Für das Ghost Pepper wäre es das schon wert. Tears up, Range down, ne? Shot Speed up. Auch wurscht. Sind immerhin zwei Schlüssel umsonst. Ach, super blöd mit dem Curse gerade, aber es könnte wirklich schlimmer sein. Von daher, ich beklag mich mal noch nicht. Denn das tue ich später. Don't worry, guys. Okay, wie wurde ich da nicht erwischt? Einfach schön mit den Dingern da verstecken und dann ist gut. Ja, doof, wenn ich nichts sehe. Ich hole mir das Item aber. Eigentlich super useless. Aber für das zusätzliche Luck definitiv ist es mir das wert. Ich glaube, die Aufladungszeit bei Revelations ist auch immer die gleiche. Die können wir also auch nicht mit Tears Up oder sowas beschleunigen. Ey, ich sehe Shit. Wenn ich eine Black Candle finden würde, würde ich die auch noch nehmen. Glaubt mir das. Theoretisch kann er mich gar nicht verletzen hier oben, oder? Ich glaube jedenfalls nicht. Ach, bringt mir leider auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Tears Up brauchen wir nicht. Einen Schlüssel haben wir. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich hoffe nur auf keine Curse of the Blinds. Das wäre halt echt blöd. Trotzdem. Oh, lol. Das müsste ja zusammen klappen, ne? Damage up. Gut. Der D6. Was hat denn der für ein Wisp? Plus ein Whisper Item rerolled. Ich glaube, ich hole mir Red Stu. Wenn mich nicht alles täuscht, wird der Effekt ja verlängert, immer wenn ich jemanden kille. Vielleicht kriegen wir den bis nach unten gezogen. Ja, dauert halt was länger. Aber wir haben eine Alternative zum Angreifen, das ist auch schon mal viel wert. Wir müssen ja also gar nicht immer aufladen. Yo, Na los. Aufladen ist trotzdem besser. Ja.
Hast du es bald da oben? Gut. Health. Was haben wir hier? Boss-Items. Wisp. Okay, machen wir ein paar Mal. Health ab und Tears ab. Ist okay. Ich brauche Health. Knapp. Oh. Klar. Beste Boss überhaupt. Ich hoffe mal, wir kriegen noch den Effekt von Redstone nach unten. Oh Gott, das ist ja richtig schlimm hier. Ist ja gar nichts bei. Das ist nicht viel. Außerdem reicht mein Health auf gerade. Auf gar keinen Fall. Spawn a friendly monster. Gut. Minimash nehmen wir auch. Oben brauchen wir noch nicht gucken. Okay, nicht gesehen. Okay. Ich hänge fest. Alles klar. Was machst denn du hier? Knapp. Sonderlich stark sind wir nicht. Aber wir können auf jeden Fall Rooms clearen. Das definitiv. Flug. Und meinen einen Dude getötet. Auch in Ordnung. Kann man mal machen. Ja. Das Einzige, was ich wirklich brauche momentan. Health. Okay. Okay, sieht schon mal besser aus als vorher. Das ist auch nicht schlecht. Die würde ich sogar bis nach unten mitnehmen. The Wafer wäre jetzt noch fett. Birthright. Activating an item using soul charges is sometimes free. Ja, je nachdem. Er hat einfach einen Wisp gespawnt. Okay. Kann man machen. Der Typ räumt ja... Wow. Der räumt ja hier ganz alleine auf. Nein, 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 nein. Nicht zu ihm gehen. Den brauche ich. Wo denn noch? Dieser Kleine da. Das war schnell. Ich beschütze dich, keine Sorge. Oder auch nicht. Vielleicht stirbst du auch einfach.
Okay. Krass. Drei Runden gewartet, oder was? Oh, habe ich den noch erwischt? Gut. Das klappt natürlich auch, ne? Boah, das müsste auch mit Monstrous Lung übelst gut sein. Nice. 30 Coins, hm? Dann nehmen wir das mit. Und wahrscheinlich das. Gut. Down we go. Ups, ups. Ich hätte nichts gegen ein paar weitere Soul Hearts für die Aufladungen, aber gut. Bin ich einverstanden. Hat sich besser entwickelt, als ich dachte. Kurz warten, bis das Ding oben ist. Genau, aus dem Grund nämlich. So, ich habe ein paar Dudes beschworen. So, ich weiß nicht, wer auf wessen Seite gerade ist. Ah ja, natürlich. Hätte ich vielleicht vorher mal drüber nachdenken sollen, hm? Ich frage mich, ob das klug war, was ich da getan habe. Komm, ich bräuchte mehr Feuer. Au. Hä? Wieso ist denn hier so viel? Gut, meine Dudes sind auf jeden Fall alle weg. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Immerhin sehe ich wieder was. Health ist auch noch soweit in Ordnung, da wir diese Tour of Hearts Pille haben. Was zum? Was machst du denn das? Wow. Wie hast du mich nicht erwischt? Und wie hast du mich da erwischt? Fragen über Fragen. Ja. Aber das sollte passen, denke ich. Ey, das ist so dumm. Soll ich aufladen? Das war noch just in time. Ja, sammel am besten alles ein. Aber weißt du was? Ich brauche es eh nicht mehr. Aber gut. Wade Retro. Kein allzu tolles Item. Trotzdem
kann ich es euch zeigen, sobald wir es haben. Ich glaube, es ist auch Angel Deal Exclusive. Das ist übrigens, was ich meinte mit, wir müllen uns effektiv den Item Pool zu. Denn jetzt werden wir irgendwann Wade Retro bekommen, obwohl es andere Dinge gibt, die besser sind. Egal. Ziel gesetzt, Ziel erreicht. Ein Greedia Completion Mark mehr. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.